Hi, meine Lieblingswörter in Finnisch, ich habe zwei. Am Abend heißt auf Finnisch ilala, wunderschön, oder? Und das zweite Wort ist keli, das heißt witterungsbedingte Straßenverhältnisse. Das ist wunderschön, oder? Witterungsbedingt, ja, also Schatz, ja. Ansonsten, ich habe jetzt einen Text mitgebracht zu einem, ja, das, ich glaube, das hat euch viele beschäftigt. Das hat, glaube ich, sehr, sehr viele in diesem Raum hier beschäftigt. Ich glaube, es war gestern, vorgestern. Ja, es ist wahr, Niedersachsen ist 75 Jahre geworden. Ich weiß, haltet euch fest. Krass, oder? Dafür wurde ich eingeladen, einen Text zu machen im Landtag. Das war lustig. Und den möchte ich euch jetzt einfach mal hier das Thema. Das Thema war, was war das Thema? Das Thema war, früher war nicht alles schlecht, glaube ich, weil da gab es Niedersachsen nicht. Niedersachsen-Bashing ist auch so nutzlos. Aber es ging um, früher war alles besser. Nee, früher hätte es das nicht gegeben, genau, das war der Titel. Und da habe ich was zu geschrieben und das sagt ja niemand mehr. Ne? Niemand sagt, früher hätte es sowas nicht gegeben, also niemand, den ich kenne. Und tatsächlich sagt man ein anderes Wort, ein Wort, das mir sehr, sehr wichtig ist. Ein anderes wunderschönes Wort, das mich selbst beschreibt, mit dem ich mich selber beschreibe, mit dem ich mich selber identifiziere, mit dem andere Menschen mich identifizieren, mit dem Menschen meine Kunst identifizieren. Und deswegen hat dieser Text als Titel dieses Wort. Er heißt Weird. Viel Spaß. Ich habe mich nie jung gefühlt, das klingt zwar komisch, ist aber so, sagte der größte Pädagoge der Neuzeit. Jung sein ist für einen normal, alt werden ist weird. Ich kann mich erinnern, in der ersten Klasse entschieden zu haben, wenn ich in die vierte komme, dann bin ich groß. Und das stimmte, schon da war ich unangenehm groß. Ein Fakt, den ich den sächsischen Uranminen zu verdanken habe. Im Dunkeln leuchte ich grün wie das Fußgängerampelmännchen. Während jung sein normal ist und alt sein weird, ist es mit der Welt ganz anders. Die kam mir als Kind seltsam, unzusammenhängend und irrig vor. Und desto älter ich wurde, desto normaler wurde alles. Nee. Na klar sitze ich den ganzen Tag still in einem Raum, während man mich belabert und mich danach bewertet, ob ich Dinge kann, die ich in meinem ganzen Alltag nie brauche. Das nennt man Schule. Duh. Natürlich ist all das Wissen, Denken, Meinen und Fühlen der gesamten menschlichen Spezies hier in meiner Hand zu jeder Zeit zugänglich. Ich entscheide mich dafür anzugucken, wie Südkoreaner für 2 Stunden übergroße Mengen Nudelsuppe essen. Das ist ein Mukbang. Da. Alt werden ist weird. Ich habe gedacht, sich über die eigenen Körperfunktionen zu wundern, hätte ich zusammen mit der Pubertät überwunden. Das größte der Wunder der Natur ist nicht, wie sie es schafft, in absoluter Tiefseedunkelheit oder in brennenden Wüstenlandschaften Diversität und Artenreichtum zu produzieren, sondern wie an meinem verdammten Körper, an dem bereits jede Stelle mit Haaren in unergiebiger Fülle überwuchert ist, immer noch neue dazukommen. Kriege ich mehr Haare oder mehr Stellen? Die Natur findet einen Weg. Ich glaube, so mit 30 erreicht man die Flughöhe der Normalität, wo man denkt, nee, na klar, ich kenne mich jetzt aus. Alle Illusionen sind einem ja genommen, da man jeden Trend mindestens 3-mal schon durchgemacht hat, um zu wissen, dass sie Quatsch sind. Kettenbriefe, Stoffschuhe, gesetzliche Altersvorsorge und die wahre Liebe. 30 sein ist so dieses Plateau auf der Achterbahn. Weird, 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 weird. Ach so ist das. Fuck. Dass ich so langsam in den Abgrund des Unverständnisses rauschte, habe ich das erste Mal bemerkt, als ich Snapchat aufgemacht habe. Weiß jemand, was man als erstes sieht, wenn man Snapchat aufmacht? Nein, nie, es sind alle, wow, auch alle 30. Das eigene Gesicht aus 15 Zentimetern Entfernung. Jede Hautunreinheit im Doppelkinnmodus schreit mir aus einem entsetzten Munkgemälde entgegen. Wieso? Wieso tut man mir das an, damit ich direkt den Eindruck bekomme, diesen furchtbaren Erinnerungen mit einem Katzenohrfilter zu überbrennen oder 10 Katzenohrfiltern? Oder vielleicht soll es in mir den selbstzerstörerischen Impuls zu starten, diesen Eindruck, der mir angetan wurde, anderen zu schicken. Hier, schau's dir an! Irgendwie ist es so ein Ding der Digital Natives, alle ruhigen, entspannten digitalen Startseiten, Auge des Sturms im Content-Tornado zu verbannen. Wieso? Wieso muss mich, wenn ich TikTok aufmache, direkt tanzende Zoomer anspringen, als ob ich einer koreanischen Boyband angehören würde? Ich habe Angst, Hilfe. So muss sich meine Urgroßmutter gefühlt haben, als sie das erste Mal ein durch eine Kurbel gestartetes Automobil gesetzt wurde und bei 12 Kilometern die Stunde irgendwie versucht, ihre Gebärmutter zu sichern, weil mir gesagt hat, dass sie sich bei so rasenden Geschwindigkeiten selbstständig macht und Schwachsinn in ihr auslösen könnte, was man dann durch wahnsinnige Ideen bemerkt, wie Stimmen hören oder Forderungen nach Selbstbestimmung. Wann ist man denn out? Wann ist man denn von der Zeit weggekommen? Wie merkt man das, bevor es zu spät ist und man eines Tages in den Spiegel blickt und mit Schrecken feststellt, dass man CDU wählt? Das kam im Landtag voll gut an. Erstens durch den Satz,
Das braucht man doch nicht. Denn keine neue Erfindung braucht man. Es ging ja offensichtlich ohne. Snapchat brauche ich nicht. Unlustige Selfies kann ich auf WhatsApp schicken, zwar meiner Mutter, aber die antwortet dann wenigstens mit 17 Smileys, von denen 12 Tränen in den Augen haben. Genauso wie ich, wenn ich mit meiner Mutter schreibe. E-Mails brauche ich nicht, es gibt Briefe. Kühlschränke brauche ich nicht, es gibt Einweggläser. Impfung brauche ich nicht, es gibt Tod. Die Idee, dass wir uns eines Fortschritts entziehen können, ist immer der erste Schritt in den Schildkrötenpanzer des Hergebrachten. Man sollte nicht aufhören mitzumachen, außer vielleicht bei so wirklich dummen Trends wie Clubhouse oder AfD. Zweitens, man erhält das mächtigste Privileg, die furchterregendste Waffe, die unsere Gesellschaft zu vergeben hat, den Cringe. Nicht zu verwechseln mit Grinch. Cringe ist das Zusammenzucken aus Fremdscham. Aber es ist noch so viel mehr. Wie König Midas wird alles, was wir berühren, nicht Gold, sondern wirklich, wirklich uncool. WhatsApp, Facebook und seitdem die Mutter meiner Freundin mir dort Bilder von ihren gesammelten Waldpilzen schickt, auch Instagram. Man ist im Alter nicht cool, höchstens schrullig. Und jeder, der versucht, das Gegenteil zu sein, nur traurig. Ich nutze diese Macht ganz bewusst. Wenn alle Millennials jetzt anfangen würden, uns Seitenscheitel zu ziehen, Schlaghosen anzupressen und mit Goldketten um den Hals Kurzvideos ins Internet zu ballern, wir würden eine Generation in die Sinnkrise stürzen. Rat an die Eltern, nehmt irgendwas, was eure Kinder cool finden. Fangt auch damit an, sie werden sehr schnell damit aufhören. Ach, du denkst, Kiffen ist cool? Ja, zur Strafe kannst du dir angucken, wie Mama, Papa, Tante Helena und Onkel Bernd sich jetzt einen Dübel bauen. Ja, Dübel bauen, so nennt man das, Dübel bauen. Und dann schön die Pink Floyd-Diskografie reinziehen und ganz tief übers Leben reden. Da wollen wir mal sehen, ob du dann noch denkst, Kiffen wäre cool. Alt sein, jung sein, alles anstrengend. Was wir einander geben können, egal welche Generation, Herkunft, Hintergrund, ist ein neuer Blick auf das, was uns so gottgegeben normal vorkommt. Ein neuer Blick, um Fortschritte zu gehen, in die richtige Richtung zu führen. Was wir alle immer wieder brauchen, ist jemand Junges, jemand Altes, der uns anschaut, freundlich, was wir da gerade denken, meinen, sagen, auf uns zeigt und sagt, weird.